Einen Patienten zu verlieren gehört zu unserem Beruf dazu. Aber wie gehen wir damit um? Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Draco Videoblogs. Ich bin Jenny, ich bin eine der Moderatorinnen in der professionellen Wundversorgung bei Draco. In unserer heutigen Folge wird es um ein etwas nachdenklicheres Thema gehen, nämlich um die Situation und die Tatsache, wie wir dann damit umgehen, wenn Patienten versterben. Ich werde ein paar Tipps geben und vielleicht auch ein paar Anregungen, wie man mit der Situation umgehen kann und auch ein bisschen was von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Wir werden in unserem Alltag immer wieder mal mit der Situation konfrontiert, dass Patienten versterben. Damit umzugehen, fällt uns mal vielleicht leichter, weil es ein Patient ist, den man vielleicht nicht so gut oder noch nicht so lange gekannt hat. Aber manchmal sind es ja durchaus auch Patienten, die wir über sehr lange Zeiträume betreut haben, vielleicht sogar über Jahre. Und wenn so ein Patient dann verstirbt, das ist manchmal gar nicht so einfach, damit umzugehen. Wir haben in unserer Ausbildung was gehört zu Nähe und Distanz und dass man vieles nicht so nah an sich heranlassen soll. Aber wie man dann wirklich mit so einer Situation umgeht, das hat einem in der Ausbildung keiner gesagt und das geht auch eigentlich nicht. Wenn ich auf mich selber zurückblicke und meine Arbeit, dann gibt es auch heute noch Patienten, die ich wahrscheinlich auf ewig irgendwie ein bisschen mitnehme bei meiner Arbeit, weil ich mit ihnen Situationen erlebt habe, die vielleicht schwierig waren, die mich dazu gebracht haben, Entscheidungen treffen zu müssen, die vielleicht neu waren und die auch ja mein weiteres Arbeiten irgendwie ein bisschen beeinflussen, weil ich auch aus dieser schwierigen Situation natürlich etwas gelernt habe für mich und für den Umgang mit dem Patienten und natürlich auch dem Tod an sich. Es gibt also Patienten, an die denke ich auch heute immer wieder. Wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, gibt es immer wieder mal die Situation, wo man sagt, weißt du noch, kannst du dich noch an Frau XY erinnern? Und das ist auch gar nicht schlimm, denn diese Begegnungen und diese Situationen machen mich ja irgendwie auch ein Stück zu dem, der ich heute bin. Und wenn es dann mal eine Situation gab, wo es vielleicht nicht so einfach war, die ich vielleicht auch mit nach Hause genommen habe, was wir ja eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja die Arbeit bei der Arbeit lassen, aber manchmal funktioniert das eben nicht, weil das Leben ist nicht Theorie und Sterben ist noch weniger Theorie. Und wenn ich das dann doch ein Stück mitnehme und mit meinen Freunden außerhalb der Arbeit bespreche, dann ist das mal so. Aber es sollte natürlich nicht die Regel werden. Denn wenn wir zu viel von unserer Arbeit mit in unseren Alltag nehmen, dann belastet das natürlich noch viel, viel mehr. Wichtig ist es, für sich einen Weg zu finden. Und da hilft es halt auch ganz viel, sich mit den Kollegen auszutauschen. In erster Linie muss ich auf mich selbst achten. Ich muss in mich selbst reinhören, was mir in dem Moment gut tut. Das ist bei dem einen vielleicht eine Runde Jogging um den See, um den Kopf frei zu kriegen. Ich zum Beispiel drehe die Musik im Auto ganz laut. Jeder muss da einfach seinen Weg finden, was ihm hilft, den Kopf frei zu kriegen, das Thema so ein bisschen hinter sich zu lassen. Und das ist halt vollkommen individuell, genauso individuell, wie wir Menschen ja auch sind. Ich fasse das noch einmal zusammen. Dass Patienten versterben, gehört zu unserem Alltag mit dazu. Der Umgang mit dieser Situation ist allerdings genauso individuell wie die Situation selbst. Und es ist für uns wichtig, eine Balance zwischen Nähe und Distanz zu unserem Patienten zu finden. Sollten Sie Anregungen, Ideen und Wünsche für kommende Folgen haben, nutzen Sie wie immer sehr gerne unsere E-Mail-Adresse unter videoblog@draco.de. Und wenn Sie kein kommendes Video verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank, dass Sie auch heute mit dabei waren. Ich würde mich freuen, Sie auch zu unserem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bis bald.